Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. So, heute mal in ganz anderer Perspektive. Evil, das ist korrekt. Ich probiere mal mein Glück. Hallöchen, Hase. Dankeschön, Evil. Tanja ist auch da. Hallöchen, Krabumetner. Dann wollen wir doch mal starten. Auf geht's. Andere Perspektive. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Also, wir gucken jetzt heute mal bei der TCC vorbei. Wir sind auf Catalunya in Barcelona und ich bin auf jeden Fall gespannt. So, war das gesagt, dass er jetzt online geht? Ja, das tut mir leid, Krabumetner. Ich musste noch ein bisschen hier was einstellen, dass alles gut funktioniert. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Und ihr könnt mir gerne mal eine Rückmeldung geben. Also Evil schon gelesen, Krabum, Edna und Hase natürlich, Röni auch schon da gewesen. Also heute ein bisschen selber fahren, mal gucken, was das Ganze bringt. Auf Monza letzten Mal hat es wirklich gut, das geht so nicht. Du meinst, dass ich nicht im Discord war, ja. So, also die Jungs und Mädels sind schon mal hier in der Probelobby noch unterwegs. Also Storm, Louis, Eiffel, Blitz, Tick. Dann der Ralf noch mit dabei, Frankie und Freddy machen gerade ein Probequali. Und dann würde ich sagen, springen wir doch schon mal rein. Mein McLaren, den ich heute fahre, ist auf jeden Fall schon mal vollgetankt. Und dann gucken wir mal, was so geht. Frau Kalaschnikow, viel Erfolg. Dankeschön, recht herzlichen Dank. So, gucken wir mal, was so geht. Ich weiß es selber nicht. Ich kann die Zeit nicht einschätzen, die ich fahre. 3 Minütchen habe ich jetzt noch. Damit kann ich zumindest mal eine schnelle Runde fahren. Ich habe mich mit McLaren dazu entschieden, dass ich einen Stopper fahre. Ob das die beste Entscheidung war, weiß ich noch nicht. Aber zumindest rein rechnerisch ist es ganz gut. Aber Theorie und Praxis wird sich gleich natürlich zeigen. Insbesondere, weil der Renault Trophy natürlich wenig Sprit verbraucht. Und ja, ich fahre jetzt gleich mit meinem Vater zusammen in der Lobby. Also erste Mal tatsächlich auch ein Rennen tatsächlich ohne, also außerhalb der Spendenstreams. Und ja, wir haben für den guten Zweck natürlich schon mal eine Wette abgeschlossen. 25 Euro fürs Quali, 25 fürs Rennen. Je nachdem, wer vorne ist. Ich hoffe natürlich, wir geben sein Geld aus, anstatt meins. Ja, ich bin mit McLaren unterwegs. Der Mike war so nett und hat mir noch eine Lackierung gemacht für die TCC, die natürlich da direkt freigegeben wurde.
Und ich bin mal auch gespannt, wie mich das ablenkt natürlich mit dem Chat und so weiter, mit dem Lesen. Und ich hoffe, dass ich nicht so viele überlese während des Rennens. So, gucken wir mal, 51.0 von Eifelblitz, also die fahre ich auf keinen Fall. Ich würde gerne gleich, wenn wir dann in die normale Lobby gehen und dann Quali fahren, würde ich gerne irgendwas mit 52 fahren. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Dann wäre ich so anderthalb Sekunden hinter Eifelblitz. Ich glaube, das wäre zumindest mal okay. Trainingseinheiten waren tatsächlich nicht so viele. Also da muss ich für nächste Woche natürlich erstmal nochmal nachlegen. Weil nächste Woche werde ich dann auch dienstags fahren. Also die letzten beiden Rennen fahre ich nach dem hier dann auch noch mit. So, jetzt hau rein. Ja, jetzt geht's los. Genau so ist es. So, wahrscheinlich alle, die dann schon mal mehr gefahren sind, die werden dann die Hände über den Kopf zusammenschmeißen und werden erstmal sagen, CT, was machst du denn da? Ja. Das gibt's auch in schnell. Ja. Heinz, Hallöchen, auch Ben, herzlich willkommen. Ja, heute andere Perspektive. Alles natürlich zum Ausprobieren. Wie sieht's aus mit Mikrofon? Ist das so zu hören? Also ist es gut zu hören? Gebt ihr mir ganz kurz ein Feedback. Ich habe ein paar Aufnahmen vorher gemacht. Da war zumindest in Ordnung, sagen wir mal so. Passt super. Okay, danke schön, Hase. Heinz schreibt auch sehr gut, guter Ton. Dankeschön. Danke fürs Feedback, weil Aufnahmen und Stream mit Filter und dass ich hier natürlich dann auch sprechen kann. Und ich halt mein normales Headset nicht benutzen wollte. Weil da ist die Qualität halt nicht so schön. Deswegen musste Hase nochmal bluten und die Hälfte zum Mikrofon dazugeben. So, gucken wir mal, wo die Zeit stehen bleibt. 53 wäre ich erstmal zufrieden hier beim Warmfahren. Ja, 53,227. 0,2 Sekunden hinter Tick. Erstmal okay, erstmal okay. Also Storm, Louis, El Patroni, Luisa, Ellie und Skywinger sind ja nicht gefahren. Hase ist die Beste, genauso ist es. Sarah, Hallöchen. Auch dir herzlich willkommen. So, wie man sieht hier, Mikrofon hängt hier so rum. Fällt auch gar nicht auf, muss ich sagen, im Stream. Aber es geht. So, sehr nett von Hase, genau. Sie weiß nur, sie wusste nur noch nichts von ihrem Glück. Ja, ja, also gleich fahre ich in Lobby E mit meinem Vater zusammen. Dann ist Maple mit dabei, Sub-Zero mit dabei, Jeff Koch, dann der Kai natürlich. Da konnte ich zumindest beim letzten Mal ganz gut mithalten auf Monza. Und ja, bin mal gespannt, was das Ganze heute gibt. Mit etwas weniger Training in Barcelona. Aber mal gucken. Zeiten gehen. 52er hoffe ich, dass ich sie in eine Quali fahren kann. Ansonsten tiefe 53er sind auf jeden Fall drin. Mal gucken, wo das so hinführt. Wunderschönen guten Abend. Hallöchen Biber. Hallöchen Exklusiv. Hallöchen ihr beiden. B-Fahrer ist auch da. Moinsen. Herzlich willkommen. So, also ich fahre mich gerade ein bisschen warm, wie ihr seht. Gerade eben die Quali rum, gerade mal zwei Runden gedreht, eine schnelle. Und ja, wie man auch sieht, 650S. Den fahre ich auch beim GPSR-Event, beim Streamer-Rennen. Deswegen habe ich gesagt, dann fahre ich den auch bei der TCC. Dann kann ich mich schon mal eingrooven. So, Don Lino, Moinsen, Hallöchen. So, bin echt mal gespannt. Also ein bisschen Nervosität ist auf jeden Fall da. Und exklusiv Dankeschön für dein Abo. Recht herzlichen Dank, Dankeschön. So, das mit den Alerts funktioniert auch, also, ja, alles gut. Dankeschön exklusiv, recht herzlichen Dank. Ach ja, da ist ja jetzt die Kamera, nicht mehr da. Ja, so. So, viel Glück, Ralle, Dankeschön, recht herzlichen Dank, wünsche ich dir natürlich auch. Gorsi, Dankeschön. Sehr gerne, hast du dir echt verdient, viel Glück heute, Dankeschön exklusiv. Brauchst nicht nervös sein, wir gucken nur zu. Ja, das ist tatsächlich...
Also für mich ist es ja klar, ihr schaut mir auch zu, wenn ich beim Streamerrennen unterwegs bin. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich live fahre. Aber zum ersten Mal, dass ich halt aus dem Rennsitz streame, mit Chat, mit allem drum und dran, mal gucken. Also ist auch die Erfahrung für mich natürlich. Quasi Hallöchen erstmal. So, brauchst nicht nervös sein, wir gucken nur zu. Ja, das ist auch geil. So, da ist natürlich hier noch Proberennen, ein bisschen eingrooven. Und gleich springen wir dann pünktlich in die Lobby. Maple ist der Host heute. Und ja, mal gucken, wer alles mit dabei ist. Ich glaube, 8-9 Mann fahren auf jeden Fall mit in Lobby E. Ich bin ja jetzt so einfach dazugekommen. So, und dann gucken wir mal, ob wir zumindest hier an Alois mit dem Start vorbeikommen. Start können wir auf jeden Fall nochmal besser. Problem beim McLaren, was ich habe, ist auf jeden Fall, dass ich tatsächlich auf 2 fahren muss. Ansonsten komme ich hier mit dem Einstopper nämlich gar nicht hin. Und dann kann ich nämlich mal gucken, wie es so ist. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier Ralf und den Kollegen Tick an. Gucken wir mal, ob wir außenrum vielleicht mal ein bisschen vorbeikommen. Da kommt der Frankie direkt angeflogen. Na klar, genau so. Hoffentlich passiert das gleich nicht. So, also. So, Eifelblitz öffnet die Lobby jetzt für D. Da hostet sie und wir springen auf jeden Fall mal rein. Maple, Hallöchen, ich warte schon auf Sie, der Herr. Ich bin gerade auf dem Sprung. Ja, Herr Maple, bitte beruhigen Sie sich. So, wo treibt er sich denn rum hier? So, guck mal hier. Aber selbstverständlich, bin doch pünktlich da, Maple. Alles gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück, Maple. Normalerweise beim letzten Rennen bei Monza, da wäre Platz 3 für mich nicht drin gewesen, wenn der Maple nicht da so 2-3 Fehlerchen eingebaut hätte. Und deswegen also war ich eigentlich mit Platz 4 total zufrieden. So, mein Vater ist schon mal da. Dann haben wir den Streamer natürlich auch mit dabei. Also Flücker ebenfalls. Dann muss ich natürlich ganz kurz mal kontrollieren. Genau, ich starte auf weich. Ich kann also komplett direkt durchfahren. So, dann begeben wir uns direkt zur Strecke. Können wir direkt rausfahren. Können wir Bug direkt abchecken. Aber tatsächlich habe ich, toi toi toi, ich klopfe mal eben kurz, noch nie einen Bug gehabt. Also ich persönlich. Dir auch auf ein gutes. Dankeschön, Maple. Wünsche ich dir auf jeden Fall auch. So, Jeff Koch kommt auch noch mit dabei. Sehr schön, der ist ja auch genau richtig schön schnell. Kai natürlich mit dabei, Space Hunter, Madame. Dann PP Speed Junkie für diejenigen, die nicht wissen, dass es mein Vater ist. Das ist mein Vater, 72 Jahre alt und ebenfalls im Rig unterwegs mit einem schicken Podium. Also man gönnt sich ja sonst nichts. Und der hat extrem Laune, hier bei der TCC mitzufahren. Also ist jede Woche aufs Neue einfach begeistert. So, Steffen ist auch noch mit dabei. Wunderbar, dann klappt das ja schon mal. So, gucken wir mal griptechnisch. Ja, sieht auch alles gut aus. Also, gefällt mir alles. Und ja, die Nervosität steigt, muss ich tatsächlich sagen. Also habe ich eigentlich nicht so erwartet, aber sie ist da. Sie ist bei mir spürbar. So, ich glaube, hier kann ich auch in der Kurve noch was rausholen. Also irgendwo muss die Sekunde ja herkommen, wo die anderen schneller, ne, dass die anderen schneller sind. Also gefühlstechnisch zumindest, der Knick oben, da geht irgendwie noch mehr, aber ich habe es noch nicht rausgefunden, wie. So, die Schikane und ich sind tatsächlich mittlerweile Freunde geworden. Wir sind, ja, wir haben uns vorgestellt, wir haben uns dazu entschieden, du zu sagen und dann klappt es auch direkt. Also es geht jetzt deutlich besser als vorher, muss ich sagen. So, Röni wünscht auch viel Glück. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. DVK, Hallöchen. Hallöchen, Micha. Auch dir natürlich herzlich willkommen hier aus der, ja, normalerweise anderen Sicht. Also, und Dankeschön, B-Fahrer, für deine Bits. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. So, 20.30 Uhr startet die Qualifikation. Da geht der Arsch auf Grundeis. Ja, genau so ist es. Ja, B-Fahrer, genau so ist es. Naja, na ja, wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Beim letzten Mal bin ich ja auch einfach ja, ohne
ja, wie heißt das? Ohne sich irgendwie Sorgen zu machen oder so, bin ich ja auch mitgefahren. Und habe mich dann ja dazu entschlossen, dann auch mitzufahren. Die letzten drei Rennen bei der TCC habe ich einen Startplatz bekommen, weil in Lobby E eh noch was frei war. Und deswegen kann ich jetzt auch ein paar Runden drehen. Zudem kann ich das Equipment ausprobieren, natürlich für Gran Turismo 7, wo ich mich auch total drauf freue, dann mit euch zusammenzufahren. Da die erste Zeit natürlich keine Ligen da sind, man muss ja erst die Fahrzeuge freischalten. Und mal gucken, ob das natürlich ligatauglich ist, ob bugtechnisch alles so weit in Ordnung ist, dass man eine Saison auf jeden Fall starten kann. Ohne natürlich die Fahrer direkt so zu nerven, sagen wir so, dass die Hälfte auf einmal nicht mitfahren kann und Verzögerungen und so weiter. Und das werden wir auf jeden Fall austesten, direkt ab Release. Da habe ich eine Woche frei. Und beim Quatschen erstmal verbremst. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich muss mich dran gewöhnen. Ich werde mich dran gewöhnen, ich bin mir sicher. Also es fühlt sich nämlich schon ganz gut an, dass ihr mit dabei seid. Ein Bandit, Hallöchen, auch dir herzlich willkommen. So, 54,3 mit einer Runde zum Vergessen. Und natürlich noch voller Tank hier im Training ein bisschen unterwegs. So, keine Bugs, keine Saison. Ja, also ich hoffe, dass alles gut läuft. Wir werden wahrscheinlich so 2 Wochen Pause haben von den Ligen oder so, alles mal durchchecken. Und dann wird es wahrscheinlich auch mit dem normalen Betrieb weitergehen. Sonntags geht es natürlich ganz normal weiter mit der EGTL. Die machen auf jeden Fall noch zwei, also nach dem Release der Sonntag und auf jeden Fall die beiden Sonntage danach sind wir noch auf Gran Turismo Sport unterwegs. Also ein bisschen Liga gibt es in der Woche auf jeden Fall noch und GT7 dann natürlich zum Mitfahren natürlich erstmal am Anfang alles ausprobieren, bisschen Fahrschule fahren, Lizenzen fahren und sowas. Madline, Hallöchen, wunderschönen. So, falls ich irgendjemanden überlesen habe, das ist tatsächlich noch schwieriger, den Chat mit dem Bild zu haben. Also mit dem Blick zu haben beim Fahren. So, 0,153 Sekunden. CT, was hast du da gemacht? Die Kurve nimmst du natürlich auch wieder hier wunderbar mitgenommen. Falls jemand die Kurve so fahren sollte, so macht man es nicht übrigens. So, Chicane und ich. Hallöchen, Chicane, ich bin CT-Meister. Und natürlich Strafen und ich sind auch, ne? Sind auch auf jeden Fall quasi Blutsbrüder schon geworden. So, aber springen wir natürlich hier in der Trainingslobby. Was haben wir noch? 6 Minuten. So, dann können wir auf jeden Fall noch ein Schluckchen trinken. Sebotron, Hallöchen. Moin zusammen, coole Perspektive. Ja, mal was anderes. Ja. Mal was anderes. Bisschen fahren auf jeden Fall. Mal gucken, was so dabei rauskommt. Wir werden es gleich sehen. Was haben wir noch? Ja, 6 Minuten. 6 Minuten auf der Uhr. Also ganz entspannt. Vielleicht kriegen wir auf jeden Fall die Information, dass wir rausgehen werden. Ja, dann natürlich müssen wir zumindest eine Runde auf dem härteren Material fahren. Das ist die Regel bei der TCC. Ich persönlich habe mich dazu entschlossen, den Sprit runterzuschrauben, weil der Boxenstopp dauert hier 45 Sekunden, wenn ich hier ne. Du brauchst alleine 30 Sekunden, bis du angekommen bist. Ich weiß auch nicht, was das soll. Und ja, da gucken wir mal, dass das eigentlich die schnellere Variante sein sollte. So grob ausgerechnet, wenn ich denn dann die Zeiten fahren kann. Also ich probiere dann im Rennen 53 am Anfang und nehme natürlich auch gerne mal eine 52er im Renntrim mit und die 54er dann auf den Mediums. Und mal gucken, ob das reicht. Ich gehe mal davon aus, hier Kai, Sub-Zero, Maple, auch Jeff Koch werden das auch auf jeden Fall fahren. Also wahrscheinlich einen Tacken schneller.
So, also, Nervosität, check. Geht, geht, alles gut. So, 26 Runden fahren wir, also grobe 50 Minuten wieder. Das ist ja immer so bei der TCC, das sollte ganz gut funktionieren. So, 4 Minuten noch und es wird schlimmer. Ja? Also das ist übertrieben jetzt natürlich, aber ich freue mich drauf, muss ich sagen. So, werfen wir auf jeden Fall gleich mal einen Blick. So, 20.26 Uhr, 4 Minuten. Hase, hol das Handtuch, ich fange schon an zu schwitzen, ich fahre keinen Meter. Ja, so. Naja. So, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich einen guten Start habe, dass keiner irgendwie... Wir sind auch bei dir, alles wird gut. Ja, B-Fahrer, das ist korrekt. Dankeschön für eure Unterstützung, dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. So, mein Vater, also erstmal hier. Wie hoch komme ich denn überhaupt? Auch, guck mal hier, über meinem Kopf ist direkt Ende. Okay, also PP Speed Junkie, für diejenigen, die es nicht wissen, mein Vater fährt heute gegen mich. Und ja, der ist mit 72 Jahren unterwegs. Ich muss ihn noch überreden, dass er vielleicht auch mal ein Bild einblendet, dann wäre cool. Vater und Sohn zusammen bei der TCC Split E und beide eingeblendet. Alba Spirit, Hallöchen, KC, moin moin. Stell dich nicht so an, ja, ist klar, Hase. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Muss ich sagen. Ist eine neue Erfahrung und also bis jetzt macht total Laune. Sau cool auf jeden Fall. Silbotron, schön, dass auf jeden Fall schon mal gefällt. So, Mikrofon habe ich schon mal abgestimmt. Das passt schon mal. Da haben die Kollegen schon mal vorhin gesagt, das ist alles soweit in Ordnung. Soundtechnisch. Sollte auch alles passen. Sud, einen wunderschönen guten Abend. Ein gutes Rennen, geile Sache so. Ja, das freut mich. So. Muss ich mal eben runtergucken hier. Weitsicht auf die Uhr. 2 Minütchen noch. Also kein rotes X. Ja? Kein rotes X habe ich mir sagen lassen. Einfach drin stehen bleiben. Strategie vorher. Alles gut. Und falls ich in den ersten 2 Kurven nicht auf 2 gestellt habe, den Sprit, dann solltet ihr auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen. So, ich wollte ja heute bei euch mitfahren, so als Gaststarter, aber die wollten nicht. Ach so, okay. Ach so, ja, schade, Casey. Hätte natürlich gerne gegen dich geheilt, so ist es ja nicht. Weil tatsächlich bis jetzt alle, die ich auf der Strecke... die ich bis jetzt auf der Strecke gesehen habe, extrem fair und alle extrem hilfsbereit natürlich auch. So, da sieht man auf jeden Fall schon mal meinen McLaren 650S. Wahrscheinlich wird auch jeder den Mercedes erwartet haben, aber nein. Ja, ich habe einen McLaren und ich werde ihn einsetzen. Und ja, da werde ich jetzt gleich auf jeden Fall mal schauen, wie der jetzt so geht. Ja. So, davor ist auf jeden Fall schon mal mein Vater. Der hat ja das Fahrzeug, was ich letzte Woche fahren durfte in Monza. Der hat ja den Renault Trophy. Allen Respekt an deinen Papa. Ich denke an meinen Papa. Jede Woche ist er unterwegs. Ja, das stimmt. Defkoch und Maple waren dagegen. Die haben bestimmt Angst. Ist auch geil. Hallöchen, Battlecat. Wunderschönen guten Abend. Ja, mein Vater, der ist einfach Motorsport verrückt, ne? Und irgendwo muss ich jetzt ja auch herhaben, ne? Und das hat sich so irgendwie gemeinsam auch entwickelt. So, Sub-Zero mit dem Lambo unterwegs. Das ist auf jeden Fall natürlich auch von der Schnelligkeit ein Konkurrent, wo ich gerne mal dran vorbei möchte. Ich möchte einfach hinterher mal sagen, Sub-Zero, ich war vor dir. Heute wahrscheinlich nicht. Also ich habe die Zeiten von ihm schon gesehen. Der ist extrem gut unterwegs. So, also Qualifikation, ich kann draußen bleiben, ich brauche nicht in der ersten Runde in die Box. Ich kann einfach Gas geben, werde dann auf jeden Fall gleich nochmal neues Material holen, auch wenn es natürlich ordentlich Zeit kostet. So, lass mich raus hier.
möchte auch mal der Reaktionsschnellste sein. So, Vater, ganz kurz hier mal, ne? Nicht ins Heck fahren. So, da sieht man ihn oben auf jeden Fall schon mal eingeblendet. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Power ist genug da. Und jetzt wünscht mir auf jeden Fall Glück. Also ich hoffe zumindest, dass ich... wie wär's so mit Platz 5? Ja, wenn ich mir sowas aussuchen könnte. Ja, vielleicht auch gerne weiter vorne. So, go Kai, sorry CT. Ja, was willst du machen? Ganz ehrlich, jeder hat doch seinen Favoriten. Und da du natürlich den Kollegen bei dir aus dem Team anfeuerst, ist doch wohl ganz klar. Ja? Brauchst du dich nicht für entschuldigen. Ich sag auch, Kai, gib Gas hier. Letzte Mal extrem geil gefightet mit dem Kai, mit dem Ferrari. Hat total Spaß gemacht. Und er war halt auf einer anderen Strategie unterwegs. Da kam ich mit dem Renault nicht hinterher. Aber hat total Laune gemacht. Ja? Also jeder soll hier bloß seinen anfeuern, den er extrem gut findet. So, an Madame würde ich gerne noch vorbei für die Quali, weil ich hätte da gerne so ein bisschen Windschatten vom Space Hunter. Also, falls... So, bleiben wir erstmal dahinter. Ich würde auch Sub-Zero... Mal gucken, wie schnell ich bis zum Sub-Zero komme. So. Okay, Madame, davor... Also lassen wir auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ganz kurz nach hinten geguckt. Wer kommt da? Der Kai. So, und dann wollen wir mal. Okay, Madame fährt rein. Bedeutet also, Madame wird auf jeden Fall gleich auf den Medium starten. Bedeutet zwei Stop mit dem Renault. Ansonsten ist das Ding einfach nicht drin. Maple. Vater bleibt auch draußen und Jeff Koch. Alle anderen fahren rein. Die werden den Zwei-Stopper probieren. Oh, mal gucken. Mal gucken. Also bis jetzt, dadurch, dass so viele reingefahren sind, bis jetzt mag ich meine Strategie noch. Jetzt muss ich mich natürlich ganz kurz mal konzentrieren. Jetzt brauche ich mal eine schnelle Runde zumindest schon mal. Oh, den muss ich auf jeden Fall früher schalten, da in der Kurve. Die war nicht so schön. Aber wir wollen natürlich erstmal schauen. Ja, ich fand's auch mega, mega geil, Micha. Hat so viel Laune gemacht, mit den Jungs da zu fighten. Oh, bleib drauf, bitte. Keine Strafe, bitte. Eine. Ah, sieht gut aus. So, hier schön eng rum, wieder auf dem Pinsel. Alle anderen, die wahrscheinlich schneller sind als ich, haben gesagt, da kommst du 3 Stunden vorher auf dem Pinsel. Aber deswegen sind sie natürlich auch schneller als ich, ist doch klar, ne? So. Jetzt Schikane, wir sind Freunde. Denk dran. Komm, wir sind Freunde. Nein, wir sind keine Freunde. Mann! Hätte ich beinahe böse Schimpfwörter gesagt. Ja, muss ich natürlich ist die Runde, die ich jetzt fahre, auch schon hin, weil ich die Strafe natürlich abbauen musste, muss natürlich passieren. Die ganze Zeit im Training passiert da gar nichts. Und jetzt kassiere ich dann direkt die Strafe. Braucht natürlich kein Mensch. 1,4 Sekunden hat der ganze Spaß gekostet. Aber ist ja kein Problem, wir haben noch 5 Minuten. Ich werde gleich auf jeden Fall nochmal reinfahren, werde mir neues Material holen, nicht tanken. Und dann sollte es auch klappen. Jetzt erstmal nur vom Kollegen Jeff Koch. Ich glaube, das ist der Kollege direkt hinter mir.
So, was haben wir noch? 5 Runden? Ach, das direkt ja dreimal. Oder ziehen wir einfach direkt durch. Was haben wir denn? 1,54. Könnte ich noch 3 fahren? Ach komm, wir können auch durchziehen. So, da links raus, das hat natürlich gerade Zeit gekostet. Also da gab es dann halt auch die Strafe für. Die war auf jeden Fall jetzt besser. Wird natürlich keine schnellere Zeit, weil ich die Strafe abbauen musste. Aber komm, bleiben wir draußen. Jeff auch go. Er hat alle Daumen verdient, hat die letzten Wochen echt Pech. Dann drücken wir ihm auf jeden Fall auch die Daumen. Und jetzt gucken wir mal, was so geht. Ah, ganz kurz lupfen. Und dann auf jeden Fall draufbleiben. Lenkung wieder aufmachen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das hat sich zumindest ganz gut angefühlt, sagen wir mal so. Aber Nervosität ist auf jeden Fall da in jeder Kurve. Ja, das sieht ganz gut aus. Zwischenzeit könnte ganz gut werden. Centurio, Hallöchen. Kommt! Schieb drüber! Yes! So, 52er wollte ich haben. Quatsch nicht so viel, fahr lieber. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Muss mich da auch noch dran gewöhnen. Ja? Hallöche Ditz, hallöche Dieter. Da ist der Moment, Centurio, wo, ne, wo der Streamer, der normalerweise die ganze Zeit quatscht, einfach die Fresse nicht halten kann. So, dritter Platz im Moment hinter Maple und Sub-Zero. Jeff Koch 37.000stel. Muss ich mir auf jeden Fall beeilen, dann kann ich noch eine machen. Auch wenn die Reifen jetzt runter sind, aber dann bin ich wenigstens im Flow. Dann kann ich gleich direkt durchziehen, direkt nach der Qualifikation beginnt das Rennen. Die Runde kann ich jetzt eh erstmal vergessen, 0,353, die hole ich nicht mehr auf. Komm, eine geht noch. Da muss ein Hase mal Mundpflaster kaufen, dann ist Ruhe. Ja, ist auch gut, ey. Ja, lass sieht, mein Lieber. Dankeschön. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Da geht es nämlich natürlich auch um 25 Euro Wette gegen meinen Vater.
Aber da bin ich erstmal weit genug von weg. Jeff Koch und Kai. Alter Falter. Madame auch gut mit der 1,55 unterwegs. So, nächste Zwischenzeit ist entscheidend, ob ich Päuschen kriege oder ob ich noch hinterherhetzen muss. Ah, 0,267. Also, das sollte es gewesen sein. Mehr geht beim CT-Meister nicht. Kleinen Drift für die Galerie. Und dann sind wir jetzt auch durch. Oh, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Dritter ist doch toll. Ich bin total zufrieden. Ich bin total zufrieden. Also ganz ehrlich, hätte ich mir tatsächlich besser nicht träumen lassen. So, und jetzt... Für die Startphase brauche ich auf jeden Fall Konzentration. CT, halt einfach die Klappe jetzt. So, allen natürlich viel Glück. Der E-Fahrer ist unterwegs. Richtig geil, super sauber. Heinz, schön, dass du mich anfeuerst. So, und jetzt müssen wir mit dem McLaren nur noch gut wegkommen. So, und bevor ich es vergesse... So, der Ferrari kommt eh. Das war zu erwarten. Also, Jeff Koch, da kommt der McLaren. Lass mir nur genug Platz, das wäre sehr nett. Dann fahre ich nämlich auch außen rum. So, dann gehen wir hier bei Space Hunter mal rein. Strategietechnisch müssen wir beim Space Hunter gleich mal gucken, was der so fährt. Ist auch geil, wenn du im Chat liest, guck nach vorne, ja, das... So, jetzt erstmal dranbleiben, so lange wie möglich. Bitte keine Strafe, bitte keine Strafe. Also. Fuck, 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 fuck. EDK, danke schön für dein Follow. Oh, und da kommt der Steffen direkt angeflogen. Aber den machen wir schön zu. Müssen wir nur innen bleiben. Mit der Steffen im Renault da nicht dran vorbeikommt. Und jetzt wieder Richtung Space Hunter. Komm, auf geht's!
So viele Fehler darf ich mir natürlich nicht erlauben. Insbesondere die Strafen sollte ich weglassen. Gute Gefühle in der zweiten Runde Purple zu sein. Wie alle. So. Erstmal Strafen weglassen, dann geht's. Ja, kaputt nix. Ich gebe mein Bestes. Also von Steffen konnte ich mir auf jeden Fall schon mal 2,4 Sekunden wieder absetzen. Die Strafe tat natürlich weh. Kein Windschatten mehr von Space Hunter. Bin natürlich auch die ganze Zeit jetzt auf 2 unterwegs, weil der McLaren ansonsten keinen Einstopper kann. Und ich hoffe, es ist die beste Strategie. Wir werden es ganz am Ende sehen. Ob wir hier mit dem Kollegen Space Hunter halt mithalten können oder nicht. Kai davor, Sub-Zero davor. Space Hunter, kannst du mal kurz warten? Ich hätte gerne deinen Windschatten. Nein. Oh, Glück gehabt. Heißt das etwa, wir müssen alle bis zum Ende zugucken? Ja, natürlich, Ditz, natürlich. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Find's mega, dass ihr mit dabei seid. So, 5,2 Runden. Da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal gucken, ob ich damit auskomme. Weil ich fahre 9,17. Damit ich mir einfach den guten 40 Sekunden Stop, jawohl, schön mal verschaltet hier. Damit ich mir den 40 Sekunden Stop halt sparen kann. Und jetzt bin ich dran. Wie war das auf der Gerade, würde man doch gerne dran sein, ne? Geht auch mit einem Stop.
Ja, ich. Ein Stop. Zumindest theoretisch. Ich konnte zwei Stop leider nicht testen. Da hatte ich leider nicht genug Zeit für. Also die Jungs werden mir gleich auf jeden Fall eine Sekunde abnehmen. Das weiß ich auf jeden Fall, aber ich spare mir halt 40 Sekunden für den dusseligen Stopp. So, ich muss nur noch näher ran, aber wenn die streiten, wenn sie auch 30 streiten, freut sich der Vierte. Und wenn es ein CT ist, ist ja nicht schlimm, ne? So, 4 Runden noch an Sprit, das reicht nicht ganz. Da muss ich jetzt gleich auf jeden Fall an den dranbleiben. Ich würde gerne noch mal ein bisschen niedriger schalten, was das Benzin anbelangt. Schon wieder nicht ordentlich gekriegt. Nach der Strafe habe ich ein bisschen Angst jetzt auf einmal vor der Schikane. Was soll das? So, lass mich mal im Windschatten. Dankeschön. In der 6. Runde 3-1 noch. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal runterstellen. ...2,3 zum Steffen ist natürlich auch nicht weit. Jetzt aber. Also ich will auch nur den Windschatten haben, damit ich noch ein bisschen sparen kann. Aber ein bisschen brauche ich noch. Die 17 gehen da tatsächlich besser. Anbremsphase im Windschatten kann der CT aber auch auf jeden Fall schon mal nicht. Ich hoffe einfach, dass die alle auf 2-Stop unterwegs sind. Noch früher schalten, das kann der Karren ab. Nehmen wir uns doch direkt zum Herzen. Sich natürlich eine saubere Linie fahren mit dem Spritsparen hier. Die Jungs dürfen nicht zu weit weg. Oh, Go City Meister, ESRT TV Hallöchen.
aber wenn die beiden da fighten, kann ich zumindest dranbleiben. Gut für mich, gut für meine Strategie. So, 1,9 Runden, bisschen sparen noch, dann kann ich wieder einen zurückschalten. Und dann komme ich genau in Runde Nummer 9 über die Linie mit 0,1. Habe ich vorhin auch geschafft. Warum soll das denn jetzt nicht gehen, ne? So, also Sub-Zero auf jeden Fall um 2 Stopper, weil ich glaube nicht, dass der das hier mal eben machen kann. Vom Sprit her. Machst das klasse weiter so. Dankeschön. Aber so wie es aussieht, Space Hunter auch auf dem Einstopper war mit McLaren. Der wird wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie anders fahren. Oder er fährt 18,99, das wäre natürlich auch möglich. Jetzt habe ich 1,2. So, 1,1 und dann können wir wieder hochstellen, ransaugen. Jetzt die geile Runde. Hätte ich gerne. Pulvet, Noah, genau so ist es. Komm gleich. Vielleicht fahre ich auch die Mediums, man weiß es nicht genau, Noah. So, jetzt kommt es darauf an, wer ist mit den abgenutzten, also abgenutzteren Weichenreifen besser und wer kommt jetzt gleich auf den Mediums besser klar. Also 0,7 Runden, das von kaputt nichts bringt schon mal was, wenn ich noch früher schalte. Und ich kann auf jeden Fall vorne mit dabei bleiben. Und jetzt gleich kommt natürlich mit 17 Runden auf Mittel. Das wird natürlich ein schicker Tanz. Ein bisschen weit raus, war nicht so sauber. Leichter Fehler da auch von Steffen, zumindest glaube ich, dass ich nicht von Steffen, von Space Hunter. Zumindest habe ich es erkannt. Ja? Oder ist vielleicht auch nur der Wunsch der Vater des Gedanken? Ah, okay, ich komme ein bisschen näher ran. So, CT. Jetzt bereite den Boxenstopp vor. Oh, das ist auf jeden Fall schon mal die Boxenlinie gewesen. So, Mittel, volle Hütte, alles weglassen hier von der Ende, habe ich mir sagen lassen. Würde lieber Benzin auf 1 fahren und dafür früher schalten. Das probiere ich jetzt gleich. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil tatsächlich halb komme ich nicht mit aus. Also ich muss tatsächlich noch früher tanken. Ich gucke gleich einfach mal, wie die Zeiten sind. Also das muss ich einfach mal testen. Und aus dem Grund, weil da oben jetzt die 30 Sekunden ablaufen und jetzt erst das Auto kommt, aus dem Grund habe ich mich für einen Einstopper entschieden. Ob es richtig war, weiß ich nicht. Ja. So, komm mal voll die Hütte und dann schalte ich noch früher. Dicke Karre, Dankeschön. Ich sage natürlich erstmal Danke
an Mike, ne? Der hat die für mich gemacht. So, Mediums sind drauf. Schlückchen getrunken. Dann probieren wir mal. Also ihr meint so bei 25% tanken, ja genau. Schalten meint ihr, ne? So 25%? Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. 17 Runden sind auf jeden Fall zu gehen. 17,2 habe ich drin. Mal gucken mit 1 und dann so schalten. Also Space Hunter wird auf jeden Fall mein Duelland für heute. Also hoffe ich zumindest, solange dass ich da bleiben kann. So, 16,5. Also das Schalten bringt auf jeden Fall, also pro Runde 0,8. Ich muss jetzt noch 16 fahren, also hätte ich keine Probleme mit. Dankeschön auf jeden Fall für den Tipp schon mal. Rechts ist hochschalten. CT. Von 5 in 6 kannst du auch schalten, wenn die Drehzahl. Gerade aufleuchtet. Alles klar, danke. Wenn ich jetzt immer 54er fahre, wäre ich total zufrieden. Also so die Taktik zumindest mal. Die letzten drei Kurven cutten, dann gewinnst du auf jeden Fall ein paar Sekunden. Ich habe leider nicht so viel Training gehabt, wie ich gewollt hätte, um noch mal ein bisschen mehr auszulotsen. Aber bis jetzt bin ich total zufrieden. Also bis jetzt nichts Schlimmes passiert bis jetzt. Rennen gestartet, ohne Unfall. Alles gut. Steffen kann ich hinter mir halten, dabei noch Sprit sparen. Also das Ganze auf 1, dann mit frühem Schalten.
Also der Tipp war echt Gold wert. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass man so früh den Hobel hier schalten kann. Steffen zieht natürlich jetzt 2,7. Ne, Space Hunter. Warum komme ich immer auf Steffen? Der zieht natürlich jetzt hier 2,7 Sekunden weg. Nein! Mann, die muss doch nicht sein, oder? Versucht man an der langen rechts am Anfang. Dann mehr rollen lassen. Okay, danke schön. So, 14 Runden, 13 und den Rest von dieser, ne? Okay, also. Ich hoffe, nur noch vorne sind auf jeden Fall welche auf 2 Stop. Das wäre natürlich. Ansonsten. Jeff Koch Maple Kai dürfte da gerne sein. Ist kein Problem. Ja, also hätte ich jetzt nichts gegen. Bremsbalance auf 3 nach hinten und TKS ist nicht erlaubt, Noah. So, 13,3. 12 und den Rest von dieser. Also fast 13, das passt ja schon mal. Aber ich habe auch beim Training gemerkt, tatsächlich, ich und die Mediums, wir sind nicht so Freunde. Aber jetzt sollte rein theoretisch die schnellere Variante sein. Also die Jungs sind gerade einfach einen Tacken schneller als ich. Und das muss man auch einfach mal anerkennen, finde ich. Ich sag mal, bis auf die beiden dusseligen Strafen ist ja bis jetzt erstmal alles safe gelaufen. Die kann man natürlich auch ein bisschen weiter innen fahren, das ist klar. So, 12 noch. 12,3 an Sprit, also sollte auf jeden Fall reichen. Wenn ich also einmal
Sprintchen ganz normal fahren. Mal gucken, vielleicht komme ich noch ran. Aber Steffen macht auch keinen Fehler im Moment. Aber jetzt gleich dürften auf jeden Fall die Zwei-Stopper reinkommen. Ich hoffe, dass überhaupt irgendeiner einen Zwei-Stop macht. Weil die 23 Sekunden ist nach vorne, von mir aus. Also gefühlstechnisch von den Rundenzeiten her. Ja, ich habe ein paar Fehler gemacht. Aber 23 Sekunden habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also sehe ich zu, ne? Aber vielleicht in der Wiederholung sehe ich die dann. Ist 03 überspritt? Ja. Also 04 jetzt nochmal rausgeholt, also 01. Also das passt auf jeden Fall, brauche ich mir keine Gedanken machen. War da gerade 30 Sekunden hinter mir. Also 2 Sekunden schneller pro Runde ungefähr. Das ist alles soweit okay erstmal. Aber im Moment verliere ich natürlich nach vorne. So, und der Vater musste nochmal in die Box. Okay. Also hat er sich doch für zwei Stopper entschieden. Weil er hatte auch gesagt, der fährt ja den Renault Megane. Ob er nicht ein Stopper fährt, wäre, glaube ich, die... Jetzt so im Nachgang die bessere Variante. Aber man weiß natürlich nicht, wie groß die Unterschiede sind. Das weiß ich von meinem Vater leider nicht. Wir haben nur gerade ein bisschen noch ein paar Runden zusammen gedreht. So, 4-7 bleibt im Moment gleich. Also wenn ihr gerne fighten wollt da vorne, ich habe, ist kein Problem. Ja? Also ich habe da nichts gegen. Sagen wir mal so. Natürlich ein Ausrutscher oder sowas wünschen wir natürlich keinem. Aber so ein bisschen fighten, wenn der Zeit kostet, ist kein Problem. Fahr ruhig ran. Komm auch mit. Ah, endlich mal wieder getroffen. So, 54, 54, die 56er war der Fehler drin. 55, 2, ja, alles gut. Seitentechnisch alles safe, sprittechnisch alles safe. Muss ich nur noch gucken, dass auch reifentechnisch alles geht. Schaut sehr gut aus. Dankeschön, Ultra. Bis jetzt bin ich auch zufrieden, keine großen Fehler. Von den Zeiten her, die ich vorher auch gefahren habe, mit dem Trainingspensum, ist das auch erstmal alles so okay. Die beiden Strafen, die, ich sag mal so, da hätte ich ganz kurz mal ins Lenkrad beißen können. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. So, 4,4 Sekunden. Bauen jetzt die Reifen ab vom Kollegen Steffen. Während ich noch ganz gut unterwegs bin. Na, die Kurve war nicht so gut. Rechts ist Hochschalten CT, was ist los? Thank you.
Warte, sind die alle auf 1-Stop unterwegs? Ihr müsst eine Box, Jungs. Wäre ganz nett, wenn ihr es tun würdet. Oh, scheiße, Steffen. Steffen mit dem Abflug. So ein bisschen im Niemandsland unterwegs, so würde ich das gerade kommentieren über mich selber. Das hat Zero und Jeff Koch. So kannst du entspannt Runden drehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hauptsache der Rückspiegel bleibt sauber. Ja, das wünsche ich mir auch so. Also, Sub-Zero, Steffen, Jeff Koch in der Box. Also, Steffen noch den Schaden mitgenommen. Oh. Verliert man auch beinahe mal einen McLaren, aber... Ein CT hat auch das Abfangen geübt. Der McLaren ist so gut in Spritsparen, holy moly. Ja, anders würde ich tatsächlich auf den Einstopper nicht kommen. Sind jetzt 13,5 gegen Jeff Koch. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Weil ich ja natürlich mit den abbauenden Reifen hier unterwegs bin. War jetzt 54er Zeiten, sollte auch eine werden, hoffe ich. Na, 55-0, sollen wir mal nicht so kleinlich sein. Na, CT-Angriff auf das Podium. 12-8 Richtung Jeff Koch, 4-7 nach vorne. Also ich habe ja eigentlich gedacht, vielleicht ist der ein oder andere noch mehr auf 1-Stopper unter, also auf 2-Stopper natürlich unterwegs. So, wie viele Runden haben wir noch? 6 Runden und den Rest von dieser. Heißt also, sprittechnisch, schalttechnisch ist erstmal alles soweit in Ordnung. Also da bin ich euch auf jeden Fall schon mal dankbar. Aber natürlich merkt man auch so langsam, also ich merke hier halt, wie die Reifen natürlich radieren. Aber ich muss jetzt am Limit fahren. Ich will keinen Jeff Koch in 6 Runden hinter mir haben. Also kein Fehler. Schikane ordentlich mitnehmen.
Hier direkt wieder früh aufs Gas. Das hat gerade so geklappt. Und 4,8 Sekunden nach vorne. Also Space Hunter kommt mit seinem McLaren besser klar. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Schöne Grüße Richtung Space Hunter. So, wer hat gesagt, Attacke auf 3, es ist möglich. So, 5 Runden und der Rest von dieser. So, Kai an der Box, Jeff Koch 10 entfernt, Space Hunter. Gerade eben mit der Strafe und ich bin dran. Ich hoffe, er merkt mein Winken schon quasi. So, und jetzt kommt nämlich das, wo ich euch echt für dankbar bin. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wer es gesagt hat. Aber mit dem, ich glaube, es war kaputt nix, der kann das noch besser ab. Mit dem noch weniger schalten, weil jetzt bin ich langsam in dem Bereich, wo ich damit nämlich aufhören kann und dann vielleicht nochmal den ein oder anderen Zehntel Richtung Space Hunter machen kann. Oder er kommt vielleicht mit seinem Sprit nicht mehr aus und muss ihn runterstellen. So, Kai kommt aber angeflogen. Also das war zu erwarten. Kai ist extrem schnell. Auch wenn er jetzt nochmal an der Box war. Und der kommt natürlich mit dem Ferrari. Also wenn ein Podium überhaupt drin ist, dann nur mit der Option an Space Hunter vorbeizugehen. Ja, dann, also da ist die einzige Option. Also Kai werde ich nicht halten können. Werde ich gleich auch, also kommt natürlich darauf an, in welcher Runde er gerade bei mir da ankommt. Aber werde ich nicht halten können und werde ich auch nicht viel Theater mit ihm machen. Vielleicht lässt sich Space Hunter ja da noch mit ein. Dann komme ich nochmal einen Tacken näher. Kann vielleicht nochmal ein bisschen Sprit sparen, wenn ich mich da dran hänge. Der hat natürlich jetzt ganz frische, weiche Reifen. Also was anderes erwarte ich einfach bei ihm auch nicht auf dem Auto jetzt. Und ich fahre hier mit den abgenudelten Mittel rum. Aber geschenkt kriegt er natürlich trotzdem nicht. Ja? Aber ich lasse mich halt auf kein Techtelmechtel ein, was mich irgendwie Zeit kostet, weil ich habe natürlich auch den Jeff Koch noch im Auge. Aber ich glaube, genau jetzt kommt er. Und das ist genau gut so. Gib mal Windschatten. Nimm mich mit, Kai. Nimm mich mit. Wehe, du lässt mich hier alleine. Auch wenn er es gleich lassen wird, aber... Ich hoffe einfach, er setzt den Space Hunter so unter Druck, dass ich vielleicht nochmal was machen kann. Space Hunter geht in die Box. Space Hunter in der Box. Kai, nimm mich mit. Hier, ich bin's. Nimm mich mit. Komm, mach eine Leine dran.
Okay, die Leine ist schon zu lang, ne? Also Langlaufleine vom Hund zählt auch nicht mehr, ne? So, Jeff Koch kommt natürlich auch noch. Sub-Zero wird auch nicht weit weg sein. Aber zumindest schon mal Podiumsluft geschnuppert. Ist natürlich noch ein ganzes Stück. Bis ins Ziel. Also planmäßig können wir auch einfach mal zwei Runden verkürzen. Wo ist denn eigentlich die Orga, wenn man sie mal braucht? So, wo kein Schnee liegt, kannst du Gas geben. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, ich war das, hab gepetzt. So, 2,7 Sekunden der Abstand. Oh, die Reifen sind aber auch mittlerweile alter Falter. So, sind immer noch drei Runden zu absolvieren. Hätte ich wahrscheinlich Jeff Koch und auch den Sub-Zero. Die sind da bestimmt zusammen unterwegs. Sind nämlich gerade die Abstellungen. Also Reifen komplett im Arsch. Aber ist egal. Ich habe mich dazu entschieden, also ziehen wir es durch. Anbremsphase ein bisschen früher, dann klappt es hier auch mit der Kurve. Und gib Gas. Sprittechnisch, zwei Rest von dieser. Halbe Runde gerade weg, also ich bin 0,4 vorne. Also scheißegal. Kann wieder so schalten wie vorher. Und danke nochmal für den Tipp. So, Jeff Koch ist natürlich da. Ich weiß gar nicht, Ferrari gegen McLaren? Start und Ziel? Naja, drängel nicht so. Also Kai mit frischem Material hier natürlich unterwegs. Jeff Koch auch. 16,1 Sekunden vor Sub-Zero. Also 4 ist drin. Nicht zu viel wollen, dann geht's. Also im Moment tatsächlich. So, ich muss ein bisschen früher hier bremsen. Das ist nämlich genau die Stelle, wo meine Reifen nachlassen. Auch wenn Jeff Koch davon zieht. Ich habe natürlich ein tränendes Auge, wenn Jeff Koch da wegzieht, ne? Aber ich muss es natürlich auch im Blick haben, dass ich hiermit dann halt auch safe Vierter werden kann. Und nach dritten Platz beim letzten Mal, wo Jeff Koch nicht mitgefahren ist, der ja auch super, super schnell unterwegs ist, also gar keine Frage, ist ja auch ganz weit vorne mit dabei, was hier den Split anbelangt. Muss ich einfach darauf bedacht sein, hier mit dem schlechten Material keinen Dreher mehr reinzuhauen. Jetzt sind noch anderthalb Runden ungefähr. Und ich glaube, die Strategie sollte aufgehen, auch mit dem McLaren. Ich habe es verflucht mit dem Sprit sparen. Ich wollte einfach heizen.
Aber die Strategieabteilung hat gesagt, nee, heizen ist heute nicht. So, hier noch aufpassen. Und dann geht's nämlich jetzt hier in die letzte Runde. So, 13,7 Sekunden. Heißt also, auch wenn da eine 52er bei Sub-Zero, ich muss irgendwie in eine 60er kommen. Also, kein Abflug, ganz safe. Die letzten Meter machen. Ich habe erst gedacht, Sub-Zero wäre direkt hinterm Jeff. So, und jetzt die letzte Zeit halte ich auf jeden Fall mal den Mund. Ich habe nämlich hart zu kämpfen, wie ihr merkt. Falsche Kurve, in der letzten Kurve, jawohl. 26 Mal an der Kurve vorbeigefahren und ich bremse sie an. So, herzlichen Glückwunsch, Maple, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Mega geil. Gönne ich dem Maple, nachdem die letzte in Monza nicht so gut war. So, wir machen die letzten Meter. Und jetzt nur nicht mehr abfliegen. Und dann gehen wir hier an 4 an Ziel. Ja? Geiles Ding. So, Gesamtsumme 50, 55 oder sowas. Also, ich bin ja auf jeden Fall zufrieden. Alter Faltei. So, hallo und herzlichen Glückwunsch zu P4. Dankeschön, Flo. Recht herzlichen Dank. So, ich bin auf jeden Fall durch, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall komplett fertig. Herzlichen Glückwunsch zum 4. Platz. Klasse Leistung. Dankeschön, Dieter. Also ich sag mal so, durchgeschwitzt ist der CT. Hab mir gedacht, ich bleib mal ruhig, damit du nicht abfliegst. Glückwunsch zur Blechmedaille, ist mir vollkommen egal, B-Fahrer, ich nehme die Blechmedaille. Ja? Jeder will den 4. Platz nicht, ich nehme ihn, denn ich bin vor den anderen. Ja? Ganz einfach. Ja, freut mich auf jeden Fall total. Ey. So, erstmal ein Schlückchen. Oh. So, also, Flücker hat ja jetzt... hier die gestreamt, ne? So, müssen wir mal eben einmal nachgucken. Wer hat denn den anderen Split gestreamt? So, Corsi noch unterwegs. Ne? Hatten die irgendwelche Probleme oder sowas? Da kommt man halt ins Schwitzen, aber sowas. So, dann könnten wir nämlich rein theoretisch noch darüber raiden, wenn denn da noch irgendwie was ist. Also, ich bin total zufrieden. So, Preisgelder seht ihr jetzt natürlich auch. So, Stufe machen wir noch später mal ein bisschen höher vielleicht. Boah, ey, was ein Rennen. So, die Wiederholung teilen wir natürlich. Also, beziehungsweise speichern die erstmal ab. Und auf jeden Fall schon mal cool unterwegs. Boah, mega. Was ein anstrengendes Ding. So, Corsi ist gerade noch 4 Runden vorher unterwegs. Ach, guck mal. Dann können wir da auf jeden Fall den Hate-Rate hinmachen. Dann kann der Corsi gleich entscheiden, wo er euch mit hinnimmt. 4 Runden haben die Kollegen auf jeden Fall noch. Ich sage auf jeden Fall recht herzlichen Dank natürlich. So, da höre ich mich auch so schon mal doppelt hier. So, also, recht herzlichen Dank auf jeden Fall.
Dankeschön, Biber, für 100 Bits. Also ihr merkt, ich bin komplett im Arsch. Schönen Abend noch euch allen. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal auf dem Discord-Server gerne mal schreiben, ob euch das... Ich gucke immer dahin, weil die Kamera immer da ist. Aber ob ihr da Bock drauf habt, mich auch weiterhin fahren zu sehen. Ja, dankeschön auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Wir machen den Raid fertig. Richtung Corsi. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Dankeschön fürs mit dabei sein. Ich bin auf jeden Fall total zufrieden. Dankeschön für die Tipps aus dem Chat. Die habe ich gerne mitgenommen. Und Dankeschön, Maple. Glückwunsch natürlich auch dir zum Sieg. Also, da gönne ich dir auf jeden Fall, nachdem das Rennen im Monza nicht so gut war. Und ja, heute dann wieder Platz 4. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Ich gehe erstmal in eine Eistonne, mache den Raid fertig Richtung Corsi. Der ist noch ein bisschen unterwegs. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Ihr seid echt die Geilsten. Nächste Woche Dienstag fahre ich wieder selber. Und Donnerstag natürlich die TCC Liga 1. Die zeigen euch dann richtig, wie es geht. Und Freitag natürlich Beat the Beast. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Ihr seid echt die Geilsten. Dankeschön. Ciao, ciao.